英雄、道敬を背負い希望をもたらす、いかに死地を歩もうとも、いかに苦境に立とうとも、燃ゆる意志はなおも高ぶり、信ずる者がために核も戦う、その者英雄。日々が経ち、過去が未来に転じるとも、その名は微塵も朽ちることなく、新しき時代に轍を残し、混迷の世に今一度名は継がれる、その者英雄。歴史に刻まれし新風、その名は。Das hat der Erzähler aber schön gesagt. Ramen, Ramen. しかもかかし先生のおごり、嬉しいってばよ。まあ、お前もさくらも復興作業に頑張ってるからな。たまに部下をねぎらうってのも上司の役目でしょ。サイも来られたらよかったのにね。用事があるんじゃ仕方ないさ。次の機会だな。大丈夫だって、サイの分まで俺が食べてやっからさ。いや、何が大丈夫なのよ。とにかく楽しみだってばよ。しかし、その様子を見てると木の葉を救った英雄とはとても思えないな。げ、かかし先生もそれ言うのかよ。この頃どこ行ってもそれ言われてさ、こそばい食って仕方ねえんだけど。まあ、お前が里を救ったのは事実だろ。人ってのは何かとヒーロー役を立てたがるもんなのよ。って、そんなことどうでもいっか。今は1分1秒でも早く一楽に到着する方が大切だってばよ。だな。待っててね、ラーメンちゃん。ほんと、どんだけよあんたのラーメン好きは。Ja, ja, der Naruto ist ja wohl ein Vielfraß, nicht? Okay, gespeichert wird auch schnell. Freie Bewegung. In einigen Szenen der Hauptgeschichte kannst du freie Bewegung benutzen. Mit freier Bewegung kannst du hingehen, wo du willst. Du kannst die Umgebung erforschen, Gespräche führen und alle möglichen Ereignisse erleben. Figurensymbole werden über den Köpfen von Charakteren angezeigt, mit denen du sprechen kannst. Sie weisen auf das Ereignis hin, das eintritt, wenn du dich mit dem jeweiligen Charakter unterhältst. Was ist das? Irgend so ein Ausrufezeichen ist ein Ereignis, das zur Weiterführung der Hauptereignisse in der Geschichte beträgt. Schriftrollen ist ein Ereignis, bei dem du Aufträge annehmen kannst. Es gibt noch viele andere Symbole. Wenn du eines noch nicht kennst, sprich mit dem jeweiligen Charakter. Oh, Alter, was denn noch? Kartentyp wechseln. Es gibt 3 Kartentypen. Bei freier Bewegung siehst du oben rechts eine Karte mit deinem aktuellen Standort zeigt. Mit der Select-Taste kannst du zu einer Bereichskarte umschalten. Über das Startmenü, reden geht leider nicht mehr, Freunde, gelangst du in eine Weltkarte. Fortschritt speichern. Nach manchen Ereignissen in der Hauptgeschichte speichert das Spiel automatisch. Außerdem kannst du bei Speicherpunkten speichern, die in jedem Gebiet zu finden ist. Ich schmeiß meinen Controller gleich weg, Leute. Wenn du Probleme hast, die habe ich gerade. Du kannst bereits gelesene Tutorial-Nachrichten erneut lesen, indem du im Startmenü die Option Tutorial wählst. Wenn du vergisst, wie irgendwas funktioniert, lies es einfach im Tutorial nach.
Oh Mann. Gutscheine. Gutscheine verschaffen dir Rabattpreise. Benutze vor dem Einkaufen einen Gutschein, damit der Preis um die Summe auf dem Gutschein reduziert wird. Gutscheine sind im Werkzeugladen, bei Händlern und in Warenhäusern gültig. Darf ich laufen? Ja! Endlich! Endlich kann ich laufen. Okay, was hast du zu sagen, Kleiner? Hey Naruto, wie geht es dir? Na gut, kleiner Knirps, den ich nicht kenne. Und hier können wir alles demolieren, yeah! Naruto, bring mir doch bitte irgendwann das Shuriken-Jutsu bei. Ich will so schnell wie möglich groß und stark werden, damit ich mit dir gemeinsam Missionen erledigen kann. Ja, Kleiner, das Rasen-Shuriken ist nicht so einfach, wie du dir es gerade vorstellst, ne? Was sagst du? Au, gestern hab ich's wohl übertrieben. Ich hab einen irren Muskelkater. Ja, so bin ich auch oft. Oh Mann, der Typ taucht vermutlich niemals auf. Warum stöhnst du gerade? Naja, wenn das so weitergeht, wird sich die Mission noch verzögern. Ja, jetzt hättest du stöhnen können. Und was sagst du? Heute werde ich auch wieder richtig fest zuschlagen. Ich habe zu schnell gedrückt. Im Augenblick müssen wir einfach nur zusammenarbeiten, damit Konoha wieder aufgebaut wird. Ja, mach das mal schön. Und ich würde hier gerne mal aufs Dach gehen. Okay, was haben wir hier? Wo willst du hin? Da drüben gibt es keine Ichiraku-Nudeln. Ach so, wir sollen zum Pfeil da. Ah, verstehe. Darauf habe ich leider nicht geachtet. Okay, hier sind keine Typen, mit denen wir reden können. Wir müssen uns einfach nur aufteilen. Du übernimmst den Norden, ich den Süden. Ach, das wird fürchterlich. Zweimal seufzen kann ich, seufzen geht dann. Was seufzt ihr beiden denn? Kakashi, wir müssen reden. Ich verstehe. Ihr bringt also heute im ganzen Dorf Vogelhäuser an. Warum stöhnst du jetzt? Es gibt schon Ninjas. Es stimmt schon. Ninjas brauchen Brieftauben, um miteinander in Kontakt zu bleiben. Und da jetzt der Wiederaufbau ansteht, soll die Anzahl der Vogelhäuser dabei gleich erhöht werden. Aber das ist eine Menge Arbeit. Und das Dorf ist riesig. Ich weiß nicht, ob wir das heute alles schaffen. Naja, wir könnten ja eins für euch übernehmen, wenn ihr wollt. Wirklich? Meinst du das ernst? Aber was ist mit den Nudeln? Stell dir einfach vor, das wäre deine letzte Aufgabe, bevor du losziehst, um Nudeln zu essen. Na gut. Dann Auto. Also Takeshi, euer Team kann das Vogelhaus beim Konto errichten. Wir kümmern uns um den Rest. Oh, und unser Material ist in diesem Topf. Vergiss es nicht hinzunehmen. Verstanden. Wir sind dir wirklich dankbar. Erst müssen wir das Material aus diesem Topf holen. Dann gehen wir zum Konoha-Labor. Also dann ran an den Speck. Vogelhäuser errichten. Auftraggeber Izumo und Kotetsu. Spezialmissionsereignisse. Begib dich im Auftrag von Izumo und Kotetsu zum Konoha-Tor und errichte ein Vogelhaus. Ich wollte schon sagen. Reiche. What? 100 Euro haben wir bekommen, geil. Du hast das erhalten, Vogelhausbauteile. Weißt was? Ich lese das jetzt nicht. Das mit dem Material wäre erledigt. Jetzt müssen wir nur noch das Vogelhaus am Konoha-Tor bauen. Ganz ehrlich, diese Dinger da, die gehen einem schon auf die Eier. 10 Euro haben wir erhalten. Und hier eine Wundsalbe. Was hast du zu sagen? Hast du mal kurz Zeit, Naruto? Chaku? Mann, das ist doch noch nicht. Kann ich irgendwas für tun? Du hast doch die Zeitliste, oder?
Ninja-Welt-Zeitliste? Klar, Haruki. Was ist denn damit? Zeig doch mal her. Hikaru blättert durch Narutos Ninja-Welt-Zeitliste. Stimmt was nicht? Ich habe mir auch das von Shikamaru angesehen. Deine Generation weiß wohl gar nicht, wie wichtig dieses Buch ist. Was meinst du damit? Du sollst darin alles aufzeichnen, was sich so ereignet. Das heißt, es ist ein Protokoll aller gesammelten Erfahrungen. Verstehst du denn nicht? Wenn du dieses Buch ausfüllst, verbesserst du dich als Ninja. Oh! Kraft ist wichtig, aber das gilt auch für Erfahrung. Ihr Kinder seid noch sehr jung und habt davon noch nicht viel. Die Ninja-Welt-Zeitliste gleicht das wieder aus. Echt? So ist es. Von jetzt an werde ich regelmäßig nachsehen, wie viel du geschrieben hast. Und wenn du das Buch komplett ausgefüllt hast, bekommst du eine ganz besondere Belohnung. Im Ernst? Na klar. Sobald er von Belohnung hört, war er wie verwandelt. Der Junge ist immer noch nur auf Profit aus. Vollständige Zeitleiste. Zeitleiste. Oh Mann, ich muss einen Cut gleich machen, Leute. Shikaku, sammle Seiten der Ninja-Welt-Zeitleiste und schließe die Ninja-Welt-Zeitleiste ab. Machen wir auch noch. Das lese ich jetzt auch nicht. Das könnt ihr machen. Das könnt ihr auch lesen. Es wird lange dauern, die Zeitleiste zu vervollständigen. Übereile nichts. Mach die Sache richtig. Jawohl. Gut, ich werde das Ding in Rekordzeit ausfüllen und Shikaku überreichen. Ich weiß genau, was er jetzt denkt. Freunde. Ich mache hier einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part. Also bis dann, Freunde.